Na, Gott sei Dank sterben aber nicht nur Tiere aus, sondern es entstehen auch neue Tiere. Meistens aus der Mischung zwischen zwei verschiedenen Tieren. So ist zum Beispiel der Pisli entstanden. Der Pisli heißt jetzt nicht Pisli, weil er so viel schieft, sondern das ist die Mischung zwischen einem Polarbär und einem Grizzly. Also ist ein Polarbär auf einer Eisscholle Richtung Süden gerudert, hat sich gedacht, ich probiere mal eine Brünette. Im Gegensatz zu den ganzen weißhaarigen Mädels im Norden. Vielleicht hat er sich auch gedacht, dass die Grizzlies größere Brüste haben als die Polarbären. Ich habe mir als Kind immer gedacht, dass Bären extrem große Brüste haben. Also so richtig, Schulteran waren die Gummibärli. Ich habe das lange nicht gecheckt, dass das eigentlich die Hände sein sollen. Max? Sehe, manche haben es auch erst jetzt kapiert. Gell? Es ist verwirrend, ich verstehe das. Ja. Manche sagen auch Grolarbär dazu, ja, Polarbär, Grizzly. Gibt es vielleicht auch diesen Ausdruck. Ein anderes sehr interessantes Tier, das entstanden ist, auch aus der Mischung zwischen zwei verschiedenen Tieren, ist die Walrobbe. Also die Mischung zwischen einem Wal und einer Robbe. Was ich mir persönlich ein bisschen schwierig vorstelle. Ich meine, ein Wal ist ja doch recht groß, im Gegensatz zu so einer kleinen Robbe. Also ich nehme mal an, die Robbe kann den Wal hinten komplett reinschlüpfen. Kann man höchstens als Tampon verwenden oder so. Umgekehrt kann sich so ein Wal wahrscheinlich auch eine Robbe komplett vorne drüber stülpen. Vielleicht ist das auch so entstanden. Vielleicht hat sich ein Wal gedacht, ich mache jetzt Safer-Sex mit meiner Angetrauten. Ne? Kondome gibt es halt selten in Walgröße. Ne? Nehmen wir uns halt eine Robbe her und geht schon. Und so ist die Walrobbe entstanden. Darauf, dass das Kondom schwanger wird oder sowas, kommst du ja nicht. Auf jeden Fall sicher eine sehr brutale Geschichte gewesen, diese Entstehung der Walrobbe. Andere sehr brutale Geschichte muss gewesen sein, auch die Entstehung zwischen eines neuen Tiers, die Entstehung des Ameisenbären. Was denn so ein Bären vorgeht, wenn er eine kleine Ameise sieht? Sehr brutale Geschichte. Sowas zeigen sie im Universum nie.